Warum sammelt man eigentlich Fahrräder und nicht Klingeln oder Eisenbahn? Was soll ich dazu sagen? Man kommt halt dazu. Ich bin mein Leben lang nur Rad gefahren und habe bis heute kein Auto, keinen Führerschein. Und irgendwann habe ich dann mein Hobby auch noch zum Beruf gemacht und eben den Laden eröffnet. Und wie Und wichtig ist eigentlich, dass zu den Sammlerstücken auch immer ganz spezielle Geschichten gehören? das ist natürlich das Salz in der Suppe, wenn man noch was dazu erzählen kann. Wie dieses Fahrrad zum Beispiel hier. Das ist die letzte Maschine von Karl Saldo. Der war in den 10er, 20er Jahren berühmter Meisterfahrer in Berlin, 6-Tage-Renngewinner in Berlin. Und sein Sohn lebte in Spandau. Und als der Sohn verstorben ist und die Enkeltöchter von Karl die Wohnung auflösten, stand noch Opas Fahrrad im Keller. Nicht in dem Zustand, wie es hier ist, aber jedenfalls. Die eine Tochter ist mit einem Mountainbike-Sammler verheiratet. Das passt nicht in sein Sammelgebiet. Der war aber Kunde bei mir im Laden und rief mich an: Du komm noch mal gucken. Und dann habe ich es für einen schmalen Taler, für einen Freundschaftspreis erwerben können und bin jetzt dabei, das Fahrrad zu komplettieren. Einige Teile, die also nicht original waren, konnte ich inzwischen ergänzen. Einige Teile fehlen noch. Ist schwierig, dafür Teile zu bekommen, denn dieses Fahrrad gab es ab 1937 mit einer kompletten Aluminiumausstattung. Es ist 1936 zur Olympiade in Berlin auf den Markt gebracht worden. Also doch ein spannendes Sammelstück. Ja, schöne Geschichte. Und damit zu einem anderen Sammler, beziehungsweise zu einem, der das Fahrrad, naja, immer wieder neu erfindet. Didi Senft. Vom Hufeisentier zur Laufmaschine. Didi Senft erzählt die Geschichte des Fahrrades auf seine Weise. Schon 1989 baute der Storkower das größte Fahrrad der Welt. Und das kleinste. Und das allerkleinste. 17 verrückte Fahrradrekorde stehen von Didi im Guinness-Buch. Seit 1993 heizt er als Tourteufel den Fahrern bei der Tour de France ein. Die Frage ist nur, wie hat das alles angefangen? Ja, die Begeisterung, die kam eigentlich durch die Schuhe. Wir hatten ja früher, wo ich noch kleiner Junge war, hatten wir ja kein Fernsehen gehabt. Wir haben ja nur ein Radio gehört und dann natürlich immer Friedensfahrt, hat die ganze Familie gesessen, die Friedensfahrtsübertragung, wir waren begeistert. Käfer hat die Friedensfahrt 1955 gewonnen. Und dann habe ich begonnen, damit Radrennen zu fahren und habe auch etliche Bezirksmeistertitel erringen können, bin alle Disziplinen gefahren. Aber international hat dann doch das Talent nicht erreicht und habe dann eines Tages das Fahrrad am berühmten Nagel gehangen. Aber habe dann angefangen, die Fahrräder zu verbiegen, wie man inzwischen sieht. Wir waren drei Angelfreunde gewesen und wir wollten dann zur Himmelfahrt zusammen Hahntaschpartie machen, wie man so früher gemacht hat, mit einem Haufen Flieder am Fahrrad. Und jedes Jahr wollten mehr Freunde diese Tour mitmachen, mehr Bekannte. Dann habe ich angefangen, immer mehr Fahrräder zu bauen. Und dann ist unter anderem auch der ABV und der Bürgermeister zu mir abends nach Hause gekommen, haben gefragt, ob sie mir Unterstützung gewährleisten können in der Eingliederung der Gesellschaft. Aber das wollte ich nicht. Ich fand mich eigentlich sehr lustig und sehr zufrieden mit der Ausgliederung der Gesellschaft. Und habe dann auch 1988, Ende des Jahres, einen Künstlerausweis erhalten. Der hat eines Tages einfach so im Briefkasten gelegen. Und ich durfte damit offiziell als freiberuflicher Künstler unter der Rubrik Vorführer von kuriosen Radmodellen arbeiten. Also war für mich ein sensationelles Leben.